Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, wir sind immer noch beim MAN, aber bei der letzten Folge, denn er ist soweit fertig. Ich möchte nochmal ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen, euch nochmal die Funktionen durchzeigen und obwohl augenscheinlich nicht mehr so viel passiert ist seit dem letzten Mal, hat sich doch relativ viel getan. Womit fangen wir an? Was hat sich noch getan? Also zum einen mal wurde dieses Kippermodul, habe ich fertig eingebaut, ist jetzt drin. Die ganzen Kabel sind sauber verstaut und verlötet und alles da unten reingepackt. Und ja, fangen wir mal an. Einmal sind die ganzen Kabel unter die Kabine reingewandert. Die Fahrräder liegen unten, der Rest ist oben in die Kabine reingewandert. Und ganz neu habe ich jetzt hier eine Abdeckung gemacht für den Akku. Das heißt, man kann den hier schön anstecken. Nachher, wenn die Kippmulde drauf ist, dann ist die ja unten. Das heißt, ich hänge immer dieses Teil hier einfach draußen. Kann man hier den Akku anstecken und kann das hochfahren. Dann kann ich das rausnehmen und dementsprechend einlegen. Ja, das gleiche natürlich, wenn ich den Akku rausnehme wieder. Kommen wir gleich zum Thema Akku. Ihr wisst, ich nehme immer diese blauen Zippy-Akkus. Und die haben, sind 3S-Akkus, 11,1 Volt. Und haben 1000 mA. Und mit diesen 1000 mA fahre ich je nach Ladung, also wie viel drauf ist, wie lang die Strecken sind, wie lange natürlich auch die Ladezeit ist, wenn ich natürlich irgendwie eine Stunde schon nur am Bagger stehe, bis ich voll bin. Dementsprechend ist es natürlich länger. Fahre ich ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden, wie gesagt, je nach Ladung und Strecke, die gefahren wird. Und den, so ein 1000er Akku bzw. den LiPo Akku kann ich ja dementsprechend in einer Stunde wieder vollladen. Ist also super, wenn ich da zwei, drei habe, kann ich die permanent im Wechsel fahren. Bin also nie irgendwo so, dass ich sage, oh, Tag ist gelaufen, es geht nicht weiter. Genau. Bisher habe ich immer die blauen Zippies gehabt. Ich komme wieder von einem zum anderen. Ich habe hier gewechselt. Ich verlinke euch die neuen Akkus. Die Zippy Akkus sind immer noch gut. Das Problem ist die Verfügbarkeit, denn die Links, die laufen eigentlich aus. Ich tue den Link bei mir auf der Seite rein oder hier unten zu den Videos mit dazu und zwei, drei Tage später gibt es das Angebot schon nicht mehr. Deswegen habe ich mir hier einen Partner gesucht, das ist Torchester. Und ich zeige euch mal diese Akkus hier. Ist auch ein 1000er, 30C, LiPo-Akku, 11,1 Volt. Sind sogar einen Ticken kleiner als die Zippies. Ist also super. Wie gesagt, ich verlinke sie euch unten. Ich habe jetzt die bestellt mit dem ganz normalen JST-Anschluss, den ich sonst auch überall verbaue. Der Einfachheit halber. Die haben aber auch mehrere Anschlüsse. Und in diesem Zug, weil ich jetzt auch das Thema immer wieder hatte, was mache ich mit meinem Ladegerät, kann ich euch das nur ans Herz legen. Es gibt solche Adapter. Kosten 10, 12 Euro, 14 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft, welchen ihr Link ihr nutzt und so weiter. Ich verlinke euch das, wie gesagt, unten auch, weil... Das heißt, wir haben einmal hier den Anschluss am Ladegerät. Das ist so der Bananenstecker, das haben die meisten Ladegeräte sowieso. Dann braucht ihr ja bei den LiPos den Balancer. Das ist dieser breite hier. Das ist einfach, dass der Akku permanent gemossen wird. Und jetzt kommen die eigentlichen Stromstecker, Plus und Minus. Das heißt, hier haben wir diese T-Stecker. Ist da mit dabei. Es ist der JST mit dabei. Es ist ein BEC-Stecker mit dabei. BEC-Stecker. Servostecker mit dabei, wobei meine BEC-Module das den auch haben. Den, oh Gott, XT60 müsste das sein, steht drauf. XT60-Stecker ist mit dabei. Dieser blaue zweipolige Stecker, ich kenne gar nicht alle. Keine Ahnung, das hier müsste Tamiya-Stecker sein. Also müsst ihr gucken. Das ist jetzt ein Achtfacher. Es gibt es ja auch mit 14 oder 15 verschiedenen. Hier sind auch zwei blinde oder beziehungsweise zwei offene noch mit dabei. Die man, wo man sich selber noch einen Adapter hinmachen könnte. XT30 zum Beispiel oder ähnliches. Habe ich immer da. Also das ist wirklich was, wo ich sage, das ist super, denn auch wenn mal irgendwie andere Leute zum Fahren da sind und die haben wieder ganz andere Stecker, ist perfekt, weil die Ladegeräte können... In der Regel ja sowieso alles laden, die neueren sowieso. Deswegen, damit seid ihr auf der sicheren Seite, da könnt ihr auch alles Mögliche laden. Und dann habt ihr das Problem eben nicht, wenn ihr verschiedene Akkus habt. Also, ich verlinke euch den auch unten. Ist nur als Tipp. Also, wie gesagt, wirklich schöner, kleiner LiPo-Akku. Ich verlinke sie. Ich werde sie neu auch im Shop verlinken. Dementsprechend freut mich auf jeden Fall,
Denn hier ist es ein bisschen besser gewährleistet, dass die Dinge auch verfügbar sind. Dann kam die Frage auf die Tage mal, LiPo-Wächter, macht doch mein Ladegerät. Ja, das ist der Balancer. Jetzt habe ich hier, ich fahre in den Modellen immer mit dem LiPo-Wächter. Das hält jeder anders. Ich bin da einfach gerne auf der sicheren Seite. Wollte euch das auch nochmal kurz zeigen. Das ist ein kleiner LiPo-Wächter, den ich normalerweise bei mir mit drin habe. Der ist also wirklich popelig klein. Den stecke ich hier an. Achtung, pfeift. Ich halte mal zu. So. Der zeigt mir jetzt hier an, der ist für 3S maximal. Das heißt, der zeigt mir jetzt hier an, alle drei Zellen sind auf grün. Und wenn eine davon in die Unterspannung kommen würde, also leer geht und ich ihn laden muss, dann fängt das Pfeifen an. Klingt so ein bisschen wie so ein Rückwärtspiepser. Und dann weiß ich, Akku raus, neuen rein, das Ding ans Ladegerät. Das Einzige, was ich beobachtet habe, irgendwann sind die durch. Also das heißt, ich merke dann, mein Modell wird irgendwie immer langsamer, dann mache ich es auf, dann leuchtet schon eins rot und es hat nicht gepfiffen. Ist bei mir jetzt bei ein, zwei passiert, aber auch, die habe ich schon 2, 3 Jahre sowas im Einsatz, also die sind auch dementsprechend schon lange im Einsatz. Kann auch sein, dass einfach irgendwo mal ein Pin abgebrochen ist beim Reinpopeln ins Modell. Ich weiß es nicht. Etwas größer dazu gibt es diese hier. Also was heißt größer? Die sind auch nicht viel größer. Man muss halt gucken, wie man sie im Modell unterbringt. Gell? So. So, der hier zeigt mir jetzt die Gesamtspannung an und misst jede einzelne Zelle dann nochmal durch. Das heißt, hier habe ich diese Digitalanzeige mit dabei. Ist auch ganz nett. In diesem Zuge übrigens, wenn ihr das Modell abstellt, die Dinger ziehen auch Strom. Das heißt, wenn das Ding mal eine Woche steht und ihr lasst das Teil hier angesteckt, dann ist der Akku auch leer und dann pfeift sich das Ding Wolf und dann ist der Akku hinüber. Ja? Also, das nicht machen. Was ich immer in meinem LiPo-Bag mit dabei habe, ist ein Messgerät im Endeffekt. Das heißt, auch hier kann ich es einfach einstecken und macht sich super. Hier sehe ich, der ist nicht geladen, der ist nur vorgeladen. Hat jetzt 40%. Das heißt, den muss ich noch laden, bevor ich auf den Parcours fahre. Und das mache ich immer regelmäßig. Das heißt, auch gerade wenn ich jetzt mal länger nicht fahre, im Sommer zum Beispiel, oder meistens habe ich einen bestimmten Akku, der dann draußen bleibt und der Rest ist in der Tasche. Ja, dass ich einfach nochmal durchgucke, ah okay, den und den muss ich laden, da muss ich nochmal nachgreifen, damit ich jetzt nicht mit leeren Akkus hinfahre. Ja? Gibt es auch für einen Apfel und ein Ei. Wenn ich einen Link finde, lege ich euch den auch mit da unten in die Beschreibung rein. Ich bestelle mir auch gleich ein neues. Und ja, so machen wir das, würde ich sagen. Wie gesagt, ist wirklich gut. Kann auch mehrere Akkus, Akkutypen lesen. Von dem her ist also echt gut, wenn man eben sich auf den Parcours vorbereiten möchte. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir alles Mögliche besprochen, nur nicht das Modell. Also wir stecken das jetzt hier einmal an. Und in dem Fall habe ich ja jetzt momentan nichts drauf. Das heißt, also kommt der LiPo-Wächter noch mit dran. Wir wollen das ja richtig machen. So, und dann schütteln wir das hier alles einmal rein. Es kann jetzt natürlich sein, dass der nachher piepst, weil der eben nur 40% hat, aber dann schauen wir mal. So, den lege ich hier rein. Und jetzt seht ihr schon diese tolle Klappe, wenn ich sie dazu drauf bringe. Ich stelle mich wieder an wie der letzte Mensch. So, so jetzt dann. So, ich halte es mal gerade ein bisschen hin. Ist ein bisschen schöner. Bei meinem habe ich einfach nur einen Karton draufgelegt, einen schwarzen. Deswegen gefällt mir sehr gut. Ich blende euch auch mal ein Bild ein mit der Nahaufnahme. Wie ihr seht, schaut einfach sauberer aus. Finde ich toll. Ich habe übrigens, falls ihr das gesehen habt, ein neues Filament. Das ist matt schwarz. Finde ich, wirkt ein bisschen edler als das normale gedruckte Plastik. Schwarz, das wo so ein bisschen glänzig ist. Geschmackssache, ich finde es toll. Wie gesagt, das habe ich auf jeden Fall dort mit eingebaut. Dann, das zeige ich euch nachher. Dann bauen wir mal schnell die Brücke drauf. Also wie bei allen anderen Fahrzeugen auch, Fernbedienung einschalten. Ich erkläre die Fernbedienung einmal ganz kurz. Beide drücken, geht an, beide drücken, geht aus. Bei der ist jetzt so eingestellt, ihr habt eine Displaysperre drin. Das heißt, wenn ich lange hier drauf drücke, dann entsperrt er das. Dann kann ich jetzt ins Menü reingehen, ansonsten sperrt er sich wieder. Ja. So. Alle Sticks müssen neutral sein, alle nach oben geschalten sein, weil sonst pfeift das, sonst mag am Anfang nicht. Jetzt bauen wir die Kipperbrücke drauf. Ich zeige noch mal kurz, die hat hier hinten die Kippermechanik mit dabei. Wir haben hier unten dieses U-Profil drin und die ist innen drin beschwert.
Das heißt, die drückt sich selber zu. Ihr seht, wenn ich sie so halte, sie ist eher am Zugehen als am Aufgehen. Das heißt, jetzt rutscht das Material raus. Sobald ich hier wieder einen normalen Winkel kriege, fällt die selber zu vom Eingewicht her. So. Jetzt kommt eigentlich das Beste überhaupt. Das heißt, ich kann hier wahnsinnig schnell die Brücke wechseln. Zack, drauf. Genauso schnell geht sie natürlich auch wieder runter. Kippermechanik ist installiert. Wir haben einen Abschalter drin. Und jetzt legen wir auch mal los. Auf dieser Seite hier ist ein Ausschalter. Wir müssen einmal kurz das Pfeifen abwarten. Düt, 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 macht das Modell einmal ganz kurz. Kennt ihr, das sind die Fahrregler von modellbauregler.de. Die machen das alle. So, ich habe den Kipper hier auf die Seite gelegt. So, und wenn ich nicht aufhöre zu drücken, hört das selber auf, ist Endabschalter drin. Nach oben ist kein Endabschalter drin. Aber ihr seht, ich kann ihn technisch gesehen überstrecken. Wir sind jetzt hier 90 Grad. Ist unrealistisch, keine Frage. Aber ihr müsst es ja nicht so weit fahren. Also, ich meine, ihr seid die Fahrer. So, also irgendwo so ist realistisch, schätze ich mal. Wenn ich am Hang stehe, bin ich natürlich froh, wenn ich noch einen Ticken weiterkomme. Müsst ihr selber entscheiden. Ja? Er kann es, er muss es nicht. Also, fahren wir das wieder runter. So. Akkufach sieht man jetzt gar nicht mehr im Endeffekt. Fällt also überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Und das wäre mal auf dieser Seite hier. Wir haben Gummireifen eingebaut. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Wir haben hier diese tollen Gummireifen am Start. Das hier ist lackiert. Ich finde es nach wie vor viel schöner als das Original mit diesem Plastik-Silber. Jetzt kommt auf der anderen Seite hier etwas dazu. Ihr seht, die Positionslichter sind nicht mehr an. Ich rutsche mal durch aus dem Bild. Ich kann nicht irgendwie heute nicht überall sein. So. Ich habe hier einen extra Schalter gemacht, denn ich finde diese Positionslichter... Ich weiß es nicht. Sie sind nicht meins. Man kann sie hier mittels Schalter an- und aus machen. Denn sie sind ja so geplant oder eingeplant gewesen, dass sie angehen, wenn das Modell an ist. Von dem her kann man das natürlich so handhaben. Ich bin jetzt nicht der Fan davon. Also, ich weiß es nicht. Ich finde es aus besser, denn wir haben ja Lichtfunktionen. Ganz normal, die Lichtfunktionen. Ich drehe ihn gerade mal so um. Ich zeige euch das auf der anderen Seite auch, aber ich glaube, ich habe es euch ja soweit sowieso schon gezeigt. Wir haben jetzt auf einer Seite hier dieser Stick, ist, also hier ist Fahren, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Das läuft hier alles da drüber. Und jetzt müssen wir was gucken. Irgendwas hat er ausgeschalten oder angeschalten. Jetzt da. So. Denn wir haben keinen Blinker drin. Ja, der hat ja diese Blinkfunktion, wenn man lenkt normalerweise. Die habe ich jetzt hier in dem Fall ausgeschalten. Und wir haben also auf dieser Seite Fahren und Lenken drauf. Das heißt, ich kann einhändig fahren. Ich kann sogar den Kipper bedienen mit einer Hand. Ja, Rauchersteuerung. Und von dem her alles wunderbar. Auf dem anderen Stick hier habe ich, wenn ich ihn einmal zur Seite drücke, mein Motorgeräusch drauf. Drücke ich nochmal wieder aus. So. In die andere Richtung, also sprich nach links, habe ich die Hupe. So. Der Stick hier oben steuert meine Rundumleuchten. Einmal nach unten und wieder nach oben, runter, hoch. So schalte ich die einfach einmal durch. Standardmäßig startet er im ersten Programm. Jetzt kommen wir zur Lichtanlage. Hier war es vorher anders gemacht und ihr wisst noch vom letzten Video, ich hatte so ein Glimmen hier drauf und ich habe wirklich jedes blöde Kabel da nochmal durchgetestet, habe verschiedenste Varianten getestet, habe ein zweites Modul eingebaut. Es ging nicht weg. Und das Ende vom Lied ist, das Modul ist schuld. Also es ist tatsächlich so, ich hatte auf diesen anderen zwei Pins, wo Nebellicht und Fernlicht drauf geschalten war, hatte ich einen Kriegsstrom. Und zwar habe ich das auf jedem Modul. Ich weiß nicht, warum das so ist. Habe ich aber bei den anderen Modellen seltsamerweise nicht, denn ich habe die ja schon mal verbaut, beim Dodge Ram zum Beispiel. Keine Ahnung, ob das in der Charge falsch ist oder ob ich tatsächlich jetzt hier in dem Modell was falsch habe, ob die Widerstände falsch waren. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe auf jeden Fall, waren die Kabel alle in Ordnung. Deswegen habe ich jetzt, ich hätte
wie heißt das, macht man es richtig, gleich richtig, dann passt es. Ich habe hier den Traktprofi 2 mir noch nachbestellt. Heißt, der hat 3 Schaltkanäle, sowie Blinker links, Blinker rechts, ist alles über Minus geschaltet, läuft über den Lenkkanal mit, hat also einen Schaltkanal und läuft ansonsten über die Lenkung mit. Und der ist jetzt hier eingebaut. Ganz kurz und knackig, da läuft jetzt die ganze Lichtanlage drüber, außer Bremslicht und Rückfahrlicht, denn das läuft über den Fahrregler. Zur Schaltung. Wir haben einmal nach unten, kurz ist das Abblendlicht, lange nach unten geht das Fernlicht an, aus, genau gleich, lange nach unten aus, kurz nach unten ist das auch aus. Dann haben wir hier einmal kurz nach oben geht die Warnblinkanlage an und einmal lang nach oben gehen die Nebelscheinwerfer mit an. So. Und dann haben wir noch die letzte Funktion, die sich hier bietet. Das heißt, wie gesagt, ursprünglich war kein Blinklicht beim Abbiegen mit vorgesehen. Deswegen laufen hier wirklich alle Kabel in einen Strang rein, die sich jetzt so nicht mehr trennen lassen, ohne komplett nochmal bei Null anzufangen mit der ganzen Lichtanlage. Das heißt, wenn ich diesen Lichtschaltknüppel hier lange nach oben drücke. So, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann blinkt er hier einmal ganz kurz. Und dann hätte er jetzt hier das Abbiegeblinken drauf. Aber wie gesagt, durch das nur Warnblinken ursprünglich geplant war, blinkt er jetzt auf beiden Seiten. Ist jetzt nicht unbedingt das Gute, deswegen schalten wir es aus. Einmal hier nach oben drücken, länger. Und zack, zack, zack. Er blinkt einmal kurz auf und ich kann lenken, ohne dass die Blinker angehen. Ja. Warnblinkanlage, wie gesagt, hat er trotzdem. Und ich drehe den ganzen Spaß nochmal rum. So. Also Blinkerhammer. Wir haben ganz normales Fahrlicht. Ich mache den Blinker bloß dabei aus, das sieht man dann, glaube ich, besser. Ich mache das Licht nochmal aus. So. Ach, bin ich dunkler, aber ich glaube, das geht noch gut. Aber man sieht die Lichter ein bisschen. Das ist jetzt das normale Fahrlicht. Wenn ich jetzt länger nach oben drücke, geht jetzt hier noch die Nebelschlussleuchte mit an. Dann haben wir eben den Blinker und technisch gesehen noch Fernlicht, was aber natürlich hinten gar nichts bringt. So. Einmal nach unten. So. Das wären hinten die Lichtfunktionen und jetzt haben wir eben das Rückfahrlicht noch und das Bremslicht, das mitgesteuert wird. Ihr seht, wenn ich shop, dann geht das mit an. Jawohl, habe ich irgendwas vergessen hier? Wir haben eigentlich alles verbaut. Im Shop ist übrigens auch jetzt drin. Batterie, Abdeckung und der tolle Frontschutz. Polenfänger, Pressepolenfänger, ich glaube schon. Ist im Shop mit erhältlich. Ich verlinke euch das ganze Zeug natürlich, was hier alles eingebaut wurde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hier haben wir uns einen Spickzettel gemacht. Kipper haben wir montiert, neue Akkus. Wunderbar. Genau. Ich glaube, wir haben soweit alles. Fahrt hat das super. Und ja, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Ich werde den immer noch mal dementsprechend testen, ob auch alles hält, ob alles passt. Ist die Lenkung richtig eingestellt? Und so weiter und so fort. Das geht jetzt noch alles durch. Und dann geht das, ihr könnt es lesen, dann geht das Modell an den Andi. Der freut sich schon wahnsinnig und kann es wahrscheinlich schon kaum erwarten, dass er endlich bei ihm steht. Und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, war wie gesagt mal kein Standardmodell. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich abonniert. Dann kriegt ihr auch eine Information, wenn das nächste Video online geht. Dann bis bald.